IHK-Dialog in der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Die neueste Ausgabe dieses Formats trägt den Titel Wirtschaft ist international und stellt die Kampagne Otto ist international des Stadtmarketing Pro Magdeburg e.V. vor. Ideengeber, Stadtmanager und Geschäftsführer des Vereins ist Georg Banderau. Wir wollen zeigen, wie international Magdeburg geworden ist, wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Ausland agieren oder wie viele aus dem Ausland nach Magdeburg gekommen sind und hier investieren, hier zeigen, dass Magdeburg großes Potenzial hat. Ja, Magdeburg hat eine lange Geschichte und auf jeden Fall auch eine internationale Geschichte, angefangen mit Kaiser Otto über das Magdeburger Recht, und das kann man auf jeden Fall zeigen. Magdeburg ist eine Stadt im Kommen, und wir können immer tolle Geschichten zeigen, tolle Porträts zeigen, und wir sind stolz auf Magdeburg. Nach der Begrüßung durch den Hauptgeschäftsführer André Rummel begannen die beiden Gesprächsrunden mit den jeweils drei Unternehmerinnen und Unternehmern. Genau, also einmal haben wir natürlich unter den Kolleginnen und Kollegen ganz viele mit irgendwelchen internationalen Hintergründen, also Azubis zum Beispiel aus der Ukraine, der hat gerade eine ganz neue, ganz frisch abgeschlossen, und das als Jahrgangsbeste. Und dann arbeiten wir auch mit der Ukraine und anderen Ländern zusammen, weil wir eben unsere Wohnparks auch selbst bauen. Wir sind zwar eigentlich aus Kolbitz, also aus der Nähe von Magdeburg, aber Magdeburg ist einer unserer wichtigsten Standorte oder einer der größten Standorte mit. Also wir haben hier vier Wohnparks, und natürlich die Verbundenheit zum Sport ist natürlich bei uns als Humanas, beim FCM, beim SCM, auch bei vielen, vielen anderen Vereinen, auch im ländlichen Bereich wichtig, deswegen es Magdeburg gibt. Luft nach oben besteht. Auch wenn die Ansiedlung Intels einen großen Schritt für die Elbestadt bedeutet. Wie in vielen anderen Kommunen Deutschlands eine stärkere Digitalisierung, auch gerade bei der Bürokratie und bei den ganzen Beantragungen und Anträgen und hier und dort. Also das kann man viel, viel leichter, glaube ich, auch digital lösen. Und es muss schneller gehen. Es muss einfach viel, viel schneller gehen, dass Leute Aufenthaltstitel bekommen, Arbeitserlaubnisse, damit sie eben auch wirklich hier bleiben können und arbeiten können. Nach dem Dialog besichtigten Rummel und Banderau noch die Ausstellung in der IHK. Sie zeigt Steckbriefe zu verschiedenen Persönlichkeiten Magdeburgs, die internationalen Bezug haben. Erstmal haben wir für die Magdeburgerinnen und Magdeburger die Kampagne entwickelt, um zu zeigen, dass sie stolz auf ihre Stadt sein können. Natürlich, dadurch hat auch ein internationales Publikum erreicht, und viele sind jetzt neugierig auf Magdeburg. Das können wir alle anpacken und mitmachen, und wir können nicht immer auf die Stadtverwaltung zeigen, sondern jeder von uns kann einen Beitrag dazu leisten. Jeder kann weltoffen sein, jeder kann freundlich sein, wenn fremde Leute hier sind, und dadurch sind die alle beeindruckt und kommen wieder.